والسحر Und das ist ein Zauberer wäre. وضعوا له السم في طعامه عليه الصلاة والسلام. Und sie haben versucht, ihn zu vergiften, indem sie Gift in sein Essen gemacht haben. سحر. Er ist Zauber unterlegen, das heißt, ihm wurde Magie angetan. شجوا رأسه عليه الصلاة والسلام والشجة هي الجرح يكون في الوجه. Er wurde am Kopf und in seinem Gesicht verletzt von seinen Feinden. وحرصوا على قتله عليه الصلاة والسلام. Und sie haben sich sehr bemüht, ihn umzubringen. راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش في أحد عندما خرج إلى الغزوة إلى الجهاد رجع ثلث الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم. Und als auf dem Weg zur Schlacht von Uhud war, hat ein Drittel seiner Armee sich abgewendet von ihm. اجتمع عليه الكفار في غزوة الخندق. Und die Nichtmuslime haben sich alle zusammengetan in der Grabenschlacht. فر كل الجيش تقريبا إلا يعني شيء ومئة في حنين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Und auch in der Schlacht von Hunain hat der Großteil der Armee sich von ihm abgewendet. في أول الأمر كان الأعداء هم أهل الكفر ثم بعد هذا اشتد الأمر وظهر النفاق. نعم. Anfangs waren seine Feinde nur diejenigen, die deutlich gezeigt haben, dass sie seine Botschaft ablehnen, dass sie keine Muslime sind. Aber später kam es so weit, dass Leute Heuchler wurden, also so getan haben, als wären sie Muslime und in Wirklichkeit seine Feinde waren. مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم. Alle Kinder des Propheten عليه الصلاة والسلام sind zu seinen Lebzeiten gestorben, außer Fatima, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Sie ist ein halbes Jahr nach ihm gestorben. لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وهو أقل خبز كان في ذاك الزمن. نعم. Der Prophet a.s. hat sich nicht einmal satt gegessen an dem einfachsten Brot, das es zu dieser Zeit gab. Ja, مر الهلال والهلالين والثلاثة أهلة يعني ثلاثة أشهر وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يعني لا طعام. Es wird berichtet, dass drei Monate lang kein Feuer im Haus des Propheten a.s. angezündet wurde, um Essen zu machen. يضع عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. Und er hat sich auf seinen Bauch Steine festgebunden, damit er den Hunger nicht so stark spürt. Ja, اختبأ في الغار نبي الأمة يختبأ في الغار حتى لا يقتله كفار مكة. Der Prophet der gesamten Menschheit musste sich in einer Höhle verstecken, damit seine Feinde ihn nicht finden. يشتد عليه المرض يشتد عليه الألم عليه الصلاة والسلام أكثر من رجلين. نعم. Es war so, dass geprüft wurde, dass bei ihm der Schmerz von einer Krankheit so war wie von zwei Männern. Das heißt, der Schmerz, den erfahren musste, war doppelt so stark. يسكن عليه الصلاة والسلام في غرفة يقدر بعض العلماء هذه الغرفة أنها مترين في مترين وإن يعني بحثنا عن أكبر تقدير لهذه الغرفة تجدها مترين في ثلاثة أمتار لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد في الغرفة يسجد يعني يصلي في هذه الغرفة ويسجد إذا كانت عائشة مضطجعة في هذه الغرفة حتى ترفع رجليها. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat in einem Raum gelebt, seine Wohnung sozusagen war ein Raum, den manche Gelehrte mit 2 Meter auf 2 Meter berechnet haben und die höchsten, größten Berechnungen gehen von 2 auf 3 Meter aus. Das heißt, konnte nicht einmal Sujud machen, wenn Aisha radiallahu anha auch in diesem Zimmer in seiner Wohnung war. مع هذا الابتلاء وأنواع الابتلاءات التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام متفائلا ولم يسع ولم يقنط من رحمة الله بل كان عليه الصلاة والسلام متفائلا. نعم. Trotz all dieser großen und schwierigen Prüfungen, die er erleben musste, hat er niemals an der Barmherzigkeit Allahs gezweifelt, sondern ganz im Gegenteil, er war immer zuversichtlich in Bezug auf Allah und optimistisch. أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام.
Niemand hat Allah so angebetet wie der Prophet. عندما تقول أشهد أن محمدا عبده يعني أكمل عبادة وأعلى عبادة ولا يمكن لأحد أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. Wenn du bezeugst, dass Muhammad sein Diener, also Allahs Diener ist, dann heißt das, dass du bezeugst, dass niemand ihm gleichkommen kann in der Anbetung Allahs und niemand die gleiche Demut und Gottesfurcht hatte wie der Prophet عليه الصلاة والسلام. أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. Niemand war so mutig wie er. في حنين عندما فر الجيش 12,000 عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الكفار 4,000 فر كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش بقي معه 100 فقط. نعم. Während der Schlacht von Hunain, als fast alle von der Armee des Propheten عليه الصلاة والسلام geflohen sind und ihm 12,000 Mann gegenüberstanden. فعندما فر هؤلاء وأخذ الكفار يتكلموا عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ماذا صنع عليه الصلاة والسلام وهو أشجع الخلق. نعم. In dieser Situation haben die Nichtmuslime angefangen, die Feinde darüber zu sprechen, wie sie den Prophet عليه الصلاة والسلام umbringen würden. Aber was, wie war seine Reaktion darauf? فكان يصيح عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Da hat der Prophet عليه الصلاة والسلام seine Stimme erhoben und voller Mut gerufen: Ich bin der Prophet und das ist keine Lüge, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. متواضعا لله سبحانه وتعالى. Gleichzeitig war er bescheiden gegenüber Allah. لا لم يتميز عن الصحابة رضي الله عليهم لا بلباس ولا بجلوس ولا بالسير يعني كان الداخل إذا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع الصحابة لا يعرف يأتي الداخل ويدخل ويسأل يقول أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. Er hat nicht durch Äußerlichkeiten von den Sahaba in irgendeiner Weise abgehoben. Wenn er gemeinsam mit den Sahaba saß und jemand Fremdes kam rein, dann musste er fragen, ist einer von euch Muhammad عليه الصلاة والسلام, weil er nicht erkennbar war, er hat nicht auf besondere Kleidung oder sonst irgendwas angehabt. لم يفرق بين الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم السادة والعبيد والموالي. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم. كان يعامل الكل. نعم. ولا يقرب مثلا الأشراف ويترك العبيد والموالي. نعم. Er hat keinen von den Sahaba irgendwie bevorzugt behandelt, sondern jeder wurde von ihm gleich gut behandelt. Weder die Adligen wurden besser behandelt als die Einfachen, noch etwas anderes, sondern es war so, dass er zum Beispiel jeden auf seinem Reittier mitgenommen hat, ob klein oder groß, ob bekannt oder unbekannt. يرحم الصغار ويعطف عليهم ويسلم عليهم. نعم. Barmherzig gegenüber den Kleinen und mitleidig und mitfühlend und hat sie gegrüßt. ويوقر الكبار. Und er hat die Großen bzw. die Alten respektiert. يعود المرضى. Die Kranken besucht. يتبع الجنائز. Und die Totenzüge hat er mit begleitet. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن مرأة كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد فماتت. فما أراد الصحابة أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها فسأل عنها عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن الرعاية كان يتفقد الصغير والكبير. نعم. Und als die Frau, die immer die Moschee gesäubert hatte, verstorben ist, da wollten die Sahaba den عليه الصلاة والسلام nicht belästigen und sie haben das Totengebet über sie gebetet, ohne es ihm mitzuteilen. Aber er hatte die Eigenschaft, Leute, die abwesend waren, nach ihnen zu fragen. Und so hat er nach dieser Frau gefragt, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und so hatte er die Eigenschaft, nach nicht anwesenden Leuten zu fragen. عرف بالأمانة عليه الصلاة والسلام. Und er war bekannt dafür, dass er vertrauenswürdig war. حتى بعد أن عودي وأوذي من أهل مكة واجتمع على قتله
عندما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام وضع في فراشه علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات إلى أهله، أهل مكة يقاتلوه وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأموال أهل مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم. So weit, dass sogar die Leute, die ihn angefeindet hatten aus Mekka, ihren Besitz oder Dinge, die sie verwahren wollten, zu ihm gegeben haben, weil sie wussten, dass er niemals diese Dinge veruntreuen würde. Das heißt, die haben ihn einerseits angefeindet und trotzdem haben sie ihm vertraut und wussten, er würde niemals etwas Falsches tun. Weil er قول بعض العلماء رحمه الله تعالى لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بهذا. نعم. لو لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعداء هؤلاء الكفار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بشيء واحد، كيف وهو قد قضى عليهم بأكثر من هذا؟ يعني انتصر عليهم، انتصر عليهم بمال بحسن الخلق، انتصر عليهم بالأمانة، انتصر عليهم بالصدق، انتصر عليهم بأن عفى عنهم، انتصر عليهم بأنه أدى لهم الأمانة وهم قدموا له الخيانة. نعم. So haben einige der Gelehrten gesagt, wenn er nichts getan hätte außer dies, dass er nämlich seine Vertrauenswürdigkeit auch gegen seine Feinde eingehalten hatte, wenn er nichts getan hätte außer dies, dann hätte das schon ausgereicht, um letztlich den Sieg über sie zu erringen, durch sein großes und gutes Verhalten. Aber das war natürlich nicht das Einzige, was er getan hat, sondern letztendlich hat er ihnen sogar vergeben und hat noch viele andere gute Charaktereigenschaften gegenüber ihm gezeigt. يدعو لهم أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Sie haben ihn bekämpft und ihm Schaden zugefügt, aber er hat für sie gebetet. Er hat Bittgebete gesprochen. Oh Allah, bitte leite diese Leute recht, denn sie wissen nicht, was sie tun. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في كل مراحل هذه الحياة. نعم. So ist der Prophet عليه الصلاة والسلام für uns ein Vorbild in jeder Lebenssituation. لا بد أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. Wir müssen uns immer nach diesem Vorbild richten. لو ننظر مثلا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. نعم. Wenn wir uns zum Beispiel die Kämpfe und Schlachten anschauen, die er gekämpft hat. ننظر في الغزوات. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول أنها 27 أو 29 على اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. Manche der Gelehrten haben 27 Schlachten gezählt und andere 29, an denen der Prophet عليه الصلاة والسلام teilgenommen hat. لو تجمع هذه الغزوات وتجمع السرايا الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، لو تجمع عدد القتلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات، يقول لم يتجاوز عدد القتلى 1200 رجل من الكفار، لم يتجاوز عدد القتلى 1200 قتيل. ولو تنظر اليوم في عدد القتلى في بعض القنابل التي ألقيت وفي بعض النكبات وبعض كذا التي يكون يتسبب فيها بعض الكفار أو من يسيء إلى الدين، تجد أنه يقتل في ثانية واحدة أحيانا أكثر من آلاف. نعم. Wenn wir all diese Schlachten zusammennehmen und zusätzlich auch noch all die Kämpfe, die der Prophet عليه الصلاة والسلام, wo er Leute hingeschickt hat, aber nicht selbst dabei war, und dann zusammenzählen, wie viele Nichtmuslime dabei gestorben sind, dann werden wir auf keinen Fall auf mehr als 1200 Tote kommen. Und das ist eine unglaublich geringe Zahl, wenn man das vergleicht, was heutzutage eine einzige Bombe anrichten kann, die von manchen schlechten Menschen geworfen wird, die mit in einer Sekunde, in einem Augenblick tausende Menschen Leben kosten. لم يقتل في هذه الغزوات كلها، الغزوات والسرايا طفل واحد، لم يقتل في هذه الغزوات والسرايا طفل واحد لم يقتل، مرأة واحدة لم تقتل. Nicht ein einziges Kind und nicht eine einzige Frau waren unter diesen Toten. In all den Schlachten und Kämpfen gab es kein Todesopfer zu beklagen von den Frauen oder den Kindern. نهى عن قتل الصبيان. Und er hat uns verboten,
Kinder zu töten. والنساء. Und Frauen. والشيوخ. Und alte Menschen. والعباد. Und Leute, die sich dem Gottesdienst hingegeben haben. والمرضى بخاصة المجانين. Und kranke Leute, speziell psychisch kranke Menschen. يخير الكفار إذا أراد قتال أهل الكفر خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أشياء ثلاثة قبل القتال. Und bevor eine Schlacht eingegangen ist, der Prophet Alaihi Wasallam, dann hat immer seinen Feinden die Möglichkeit gegeben, aus drei Dingen zu wählen. Al-Islam. Entweder den Islam anzunehmen. أو دفع الجزية. Oder eine Schutzsteuer zu geben. أو القتال. Oder eben den Kampf zu geben. وحتى في قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يلزم الجيش بأمور. نعم. Und selbst wenn es dann zum Kampf kam und die Nichtmuslime diesen Kampf gewählt haben, dann hat der Prophet عليه الصلاة والسلام seine eigene Armee noch an verschiedene Regeln gebunden. منها إذا أسلم كافر قبل أن يقتل وبعد أن تمكننا وقينا القبض عليه وأسلم نتركه. Zum Beispiel gehört zu diesen Regeln, dass wenn einer der Feinde wenn man ihn erwischte und er dann den Islam angenommen hat, indem er das Glaubensbekenntnis aussprach, dass man ihn dann in Frieden lässt, sprich ihn nicht umbringt. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكافر إلى المسجد حتى يتعرف على الإسلام ويعرف الإسلام. نعم. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat nicht Muslime in die Moschee bringen lassen, damit sie den Islam kennenlernen können. نعم. بعد هذا نريد نتكلم عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. Lass uns nun einige Worte über die Frauen des Propheten عليه الصلاة والسلام, die Mütter der Gläubigen verlieren. أمهات المؤمنين, أمهات المؤمنين يعني هي أم لكل مؤمن, هي أولى من أمك التي ولدتك. نعم. Diese Frauen sind Mütter für alle Gläubigen. Das heißt, eine dieser Frauen ist die Mutter für jeden einzelnen Gläubigen und sie steht dir näher als deine eigene Mutter. اختارهم الله أن يكونوا زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة النساء. Und dies sind von Allah auserwählte Frauen, die Frauen des Propheten عليه الصلاة والسلام zu sein. Ist natürlich unmöglich, dass Allah eine Frau für seinen Propheten عليه الصلاة والسلام auswählt, die nicht zu den besten aller Frauen gehört. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها قبل البعثة. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat seine erste Frau خديجة geheiratet, bevor er zum Propheten عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو ابن 25 عام. Das war im Alter von 25 Jahren. وكانت خديجة رضي الله عنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. Und sie war älter als der Prophet عليه الصلاة والسلام. لم يتزوج عليها. Während seiner Ehe mit ihr hat keine andere Frau geheiratet. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. Alle Kinder des Propheten عليه الصلاة والسلام sind von ihr. إلا إبراهيم هو من ماريا. نعم. Mit Ausnahme von Ibrahim, der von Maria war. قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت هذا الدين بنفسها وبمالها رضي الله عنها ورضاها. نعم. Und sie stand ihm immer zur Seite und hat ihn und die Religion mit ihrer Körper, mit all ihrer Kraft und ihrem Besitz unterstützt. واختلف العلماء في أيهما أفضل في أمهات المؤمنين بعد أن اتفقوا على تقديم خديجة وعائشة رضي الله عنهما, فاختلفوا أيهما أفضل, خديجة أم عائشة. نعم. Und die Gelehrten haben uns erklärt, dass Khadija und Aisha die besten der Frauen sind des Propheten عليه الصلاة والسلام. Und sie hatten unterschiedliche Meinungen, wer von den beiden dann die bessere sei. وبعض العلماء قال أفضلهما أتقاهما عند الله, هذا أمر نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Und einige haben gesagt, die bessere von beiden ist diejenige, die mehr Gottesfurcht hat, und das ist eine Sache, die bei Allah ist, und deswegen überlassen wir sie auch. وبعضهم قال خديجة رضي الله عنها أفضل في الابتداء, يعني في أول الدين خديجة كانت أفضل لأنها نصرت هذا الدين وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم. Einige sagten, dass Khadija vor allem يعني كانت سببا
في تثبيت النبي جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. besser war oder besser, weil sie zu Beginn den Prophet ﷺ so sehr unterstützt hat und sie natürlich dadurch den kompletten gesamten Islam unterstützt hat. وعائشة أفضل في الانتهاء لأنها بينت للصحابة رضي الله عليهم وبينت للأمة ونشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. Und sie haben gesagt, dass Aisha am Ende des Islams, am Ende der Lebzeit des Propheten als die bessere gilt. Und sie war diejenige, die vor allem dann in seinem Zuhause ihn unterstützt hat. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. Die Kinder des Propheten als Salam. Al-Qasim, وبه كان عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم. Der erste ist Al-Qasim und dementsprechend wird der Prophet als Salam Abu al-Qasim genannt. وإبراهيم إبراهيم والثالث من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ويلقب بالطيب والطاهر. Und der dritte ist Abdullah und der hat zwei Spitznamen, sowohl الطيب als auch الطاهر, also der Gute und der Reine. وفاطمة رضي الله عنها أم الحسن والحسين زوجة علي رضي الله عنه. Und Fatima, die Mutter von Al-Hasan und Al-Husayn. وأم كلثوم أم كلثوم وزينب وزينب هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رقية نعم سبعة ثلاثة ذكور وأربع بنات نعم نعم قلنا أن كل هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. Und wie wir gesagt haben, sind alle seine Kinder zu Lebzeiten gestorben, außer von Fatima, die sechs Monate nach seinem Tod عليه الصلاة والسلام auch verstorben ist. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة لم يصليها عليه الصلاة والسلام منذ أن فرضت عليه الصلاة. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat von dem Moment an, wo das Gebet zur Pflicht gemacht wurde, kein einziges Gebet unterlassen. بل لم يؤخر صلاة واحدة عن وقتها. Er hat nicht einmal das Gebet über seine Zeit hinaus verspätet. إلا صلاة واحدة قدر الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام بعد أن كان في سفر ووضع عين أحد الصحابة حتى يقضم لصلاة الفجر وقدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة ما لا تصنع إذا ناموا عن الصلاة. نعم. Mit der Ausnahme von einem einzigen Gebet, als der Prophet عليه الصلاة والسلام einen der Sahaba beauftragt hatte, damit ihn zu wecken zum Gebet, und dann hat Allah aus seiner Weisheit heraus bestimmt, dass dieser Sahabi verschlafen würde, und somit hat auch der Prophet a.s. das Gebet verschlafen, und das aus dem Grund, dass wir lernen, wie man in so einer Situation sich verhält. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويرد لم يرد أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. Der Prophet a.s. hat niemanden zurückgewiesen, der ihn um etwas gebeten hat. عرف عليه الصلاة والسلام بالكرم. Und er war bekannt für seine Großzügigkeit. وبحسن العشرة عليه الصلاة والسلام. Und dass er auf gute Art und Weise mit den Menschen zusammengelebt hat. كان يقوم بشؤون نفسه وبشؤون أهله. نعم. Er hat sich um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert und um die seiner Familie. يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام. Er hat die Offenbarung vom Engel Jibril عليه السلام erhalten. يحفظ القرآن. Den Koran auswendig gelernt, den er dort bekommt. ويقوم به في صلاته وفي قيام الليل. Und dann nicht nur in seinen alltäglichen Gebeten, sondern auch im Nachtgebet damit gebetet. وفي غير هذا. Und in anderen Gebeten. وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى الصلاة بالناس. Und er hat das Gebet angeleitet für die Menschen, das Pflichtgebet in der Moschee. إدارة شؤون الدولة. Er hat sich um die Angelegenheiten um das Staatswesen gekümmert. هو القاضي يفصل بين الخصوم. Er war Richter. هو المفتي عليه الصلاة والسلام. Und hat Rechtsurteile islamische ausgesprochen. هو كما يقال الآن هو المسؤول عن الجيش المسؤول عن الأمور الداخلية والخارجية
ومراسلة الملوك والرؤساء. نعم. Er war Oberbefehlshaber der Armee, Außenminister und Innenminister in einem und er war sozusagen auch der Hauptdiplomat, der die Kontakte mit den anderen Völkern und Zivilisationen geführt hat. Gleichzeitig hat er sich trotzdem um die Familienangelegenheiten gekümmert. لم يقصر ولم يفرط النبي صلى الله عليه وسلم ولا طرفة عين في شيء من هذه الأمور التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام. All diese Dinge hat er geschafft auf die vollkommenste Art und Weise zu erledigen und er hat nichts davon vernachlässigt. وضع الله سبحانه وتعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البركة. بل عرفت البركة في صغر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذته حليمة. نعم مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. Und das ist, weil Allah sein Leben und seine Lebenszeit gesegnet hat. Und das hatte sich schon abgezeichnet, als er noch ein Kind war und von Halima oder Halima seine Milchmutter wurde. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنة عدن. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.